ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. In der türkischen Küche gibt es so viele Börek-Rezepte und heute habe ich wieder ein einfaches und leckeres Börek-Rezept für euch und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich bereite erstmal die Füllung vor. Dafür habe ich 1 Kilo Kartoffeln gekocht, gepellt und dann gerieben. Da die ja sowieso noch gebacken werden, habe ich sie nicht sehr fest gekocht. Eine große Zwiebel klein geschnitten, ein Bund Petersilie auch klein geschnitten. Dann habe ich Salz, Pfeffer, Blattpaprika und 1 bis 2 Lauchzwiebeln klein geschnitten. Wenn ihr keine Lauchzwiebeln mögt, könnt ihr die natürlich auch auslassen. Das Ganze wird jetzt mit den Kartoffeln vermischt und wer möchte, kann natürlich noch ein bisschen Öl hineingeben. Ich gebe dann immer gern getrockneten Pfefferminz noch rein. Ich finde, das passt super zu der Kartoffelfüllung. Jetzt bereite ich den Teig vor. Ich habe 1 Kilo Mehl. Ich gebe das einfach in meine Küchenmaschine hinein. Dann gebe ich so 3 bis 4 Esslöffel Öl hinein, 1 Esslöffel Salz und lauwarmes Wasser. Ich gebe immer nach Gefühl, aber ich habe es natürlich für euch nochmal abgemessen. Bei mir waren das dann 600 Milliliter Wasser. Das kann sich aber je nach Mehlsorte immer unterscheiden. 600 bis 650 Milliliter könnt ihr berechnen. Das Ganze wird dann in der Küchenmaschine zu einem Teig verarbeitet. Zwischendurch gucke ich immer, ob die Konsistenz auch richtig ist, weil ich das nach Gefühl mache. Aber den Teig müsst ihr wirklich richtig schön kneten, dann habt ihr auch ein schönes Ergebnis. Ich nehme den Teig jetzt aus der Küchenmaschine raus und gebe das in eine Schüssel hinein, werde den einmal abdecken und so ungefähr eine halbe Stunde ruhen lassen. Das ist kein Hefeteig, aber trotzdem muss der Teig richtig ruhen, damit ihr den auch schön auseinanderziehen könnt. Und dabei nicht vergessen, den abzudecken, sonst trocknet er euch aus. Ich habe den Teig so ungefähr 45 Minuten ruhen lassen und jetzt werde ich aus dem Teig kleine Bällchen vorbereiten. Dabei könnt ihr dann eure Arbeitsplatte mit Mehl bestreuen. Meine Bällchen waren so groß für eine Drohne. Also ich versuche euch wirklich die kleinsten Details zu erklären, damit ihr auch ein schönes Ergebnis habt, weil ihr schreibt mir auch immer in den Kommentarbereich, dass ich das richtig ausführlich erzähle und dass es euch hilft. Deswegen versuche ich, nichts zu vergessen. Man wird wirklich blind. Ich mache das ja tagtäglich. Für mich ist das eigentlich selbstverständlich. Ich darf dabei nicht vergessen, dass unter euch wirklich Anfänger sind, die damit dann auch klarkommen müssen. Deswegen muss ich das Ganze ausführlich erzählen. Wenn es unter euch welche gibt, die dann sagen, also das stört uns, schreibt einfach in den Kommentarbereich. Ich versuche das dann irgendwie anders zu erklären. Ich habe in eine Auflaufform ein bisschen Öl hineingegeben und eine kleine Schüssel mit Öl hingestellt. Die Bällchen werden einfach in das Öl hineingetaucht und von allen Seiten mit Öl bestrichen. Ich decke die Bällchen nochmal ab und lasse diese ungefähr 30 bis 40 Minuten nochmal ruhen. Nach 20 Minuten werde ich die Bällchen mit der Hand auseinanderziehen. Wenn die richtig lange ruhen, dann geht das super einfach. Wenn ihr merkt, ihr habt Probleme, der Teig lässt sich nicht auseinanderziehen, dann müsst ihr den Teig noch ein bisschen ruhen lassen. Erst könnt ihr den Teig mit einem Nudelholz ein bisschen ausrollen und dann mit den Händen an den Seiten einfach nach außen ziehen. Ich habe diese Stellen extra jetzt nicht schneller gemacht, damit ihr dann auch ganz genau sehen könnt, wie das gemacht wird. Einfach an den Seiten nach außen ziehen und die Mitte wird dann automatisch dünner. Klar werdet ihr am Anfang Schwierigkeiten haben, aber Übung macht den Meister.
Ihr müsst den Teig dann immer an den Seiten versuchen auseinanderzuziehen und die Seiten dürfen jetzt nicht, also die Ränder dürfen jetzt nicht dick sein. Der Teig wird immer dünner. Bei uns sagt man, wenn man unter dem Teig eine Zeitung hinlegt, dann muss man die Zeitung auch lesen können. So dünn muss der Teig werden. Lasst euch aber nicht von dem, was ich euch erzähle, erschrecken. Versucht das einfach. Am Anfang werdet ihr bestimmt jetzt Probleme haben, aber je länger ihr mit solchen Teig arbeitet, desto schneller und desto besser werdet ihr dann. Jetzt kommt die Füllung. Das Interessante bei diesem Börek ist, dass die Füllung jetzt nicht einfach über dem Teig verteilt wird, sondern nur an den Seiten. Jetzt wird der Teig an den Seiten nach innen eingerollt. Während ihr einrollt, könnt ihr den Teig immer nach außen ziehen. Dadurch wird der Teig natürlich auch dünner. Falls ihr so geduldig wart und das Video bis hierhin geguckt habt, dann hinterlasst doch einfach euren Namen. Ich möchte mal sehen, wer wirklich so geduldig war und sich das Video bis hierhin geguckt hat. Jetzt könnt ihr den Teig von allen Seiten gleichzeitig einrollen und während ihr einrollt, immer nach außen ziehen. Seht ihr, wie dünn der Teig wird in der Mitte? Irgendwann wird der Teig in der Mitte von alleine reißen. So lange könnt ihr den Teig einrollen und nach außen ziehen. Ich muss mich einmal bei euch entschuldigen, wenn das Video ein bisschen länger wird, aber diese Stellen mache ich extra jetzt nicht schneller, damit ihr das auch wirklich verstehen könnt und auch seht, wie das aussieht. Folgt ihr mir dann auch fleißig auf meine Instagram-Seite? Seht ihr, der Teig ist so dünn geworden, dass der in der Mitte von alleine reißt. Jetzt habe ich meinen Teig so, wie ich es haben wollte und dann wird das so eine Schnecke geformt. Ich habe ein rundes Blech mit Öl bestrichen. In diesem runden Blech, Tepsi nennt sich das, werde ich meinen Börek backen. Aber davor werde ich den einmal so eine Schnecke formen. Alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können den jetzt kostenlos abonnieren. Somit würdet ihr meine aktuellen Rezepte nicht verpassen. Falls ihr Probleme beim Abnehmen haben solltet, könnt ihr das natürlich auch direkt in den Blech einrollen. Und das mache ich dann mit allen Bällchen. Ich habe jetzt 1 Kilo Mehl. Mit 1 Kilo Mehl bekommt ihr ganz schön viel raus. Ihr könnt zur Not auch mit 1/2 Kilo versuchen. An dieser Stelle habe ich das Video dann ein bisschen schneller gemacht, damit das nicht zu lang wird. Aber ihr seht, wie dünn der Teig wird. Mich würde natürlich auch interessieren, wer sich das traut und das nachbackt. Ihr könnt mir gerne eure Fotos schicken. Ich freue mich über jedes Foto. Entweder könnt ihr mir die auf meine Instagram-Seite schicken oder aber auch per Mail, wie ihr möchtet. Dann könnt ihr dieses Stück um den anderen Teig rundherum geben. Ihr könnt natürlich auch jedes Stück so eine Schnecke formen und dann auf einem Blech geben. So könnt ihr das auch backen. Ich habe ein Eigelb mit 1 Esslöffel Öl vermischt und bestreicht das über den Teig. Dann wird er bei 180 Grad goldbraun gebacken. Bei mir waren das dann so ungefähr 45 Minuten. Und schon ist mein Börek raus aus dem Ofen. Damit das unten nicht feucht wird, habe ich das natürlich sofort
aus dem Blech rausgenommen. Das sieht richtig super lecker aus und ist auch schön knusprig geworden. Hat euch auch dieses Rezept gefallen? Euch wünsche ich viel Spaß dabei. Bitte nicht vergessen, meine Videos zu teilen und zu kommentieren. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.